Tag Sportsfreunde! Tachchen! Görki hier, Philipps und Besuch. Philipp hier auch. Und wir dachten, wir machen heute ein bisschen Party, saufen uns die Hucke voll. Mit Proteinshakes und Wasser und lesen mal ein paar Fragen vor. Genau, haben wir gleich gedacht, lieber kein Alkohol, sondern wir arbeiten lieber. Genau. Vorbildlich wie immer. Wir haben einfach mal hier, ich habe sein iPhone und er hat mein iPad und wir haben einfach mal einen Fragentausch gemacht. Das heißt, er fragt mich sozusagen die Fragen, die ihr mir stellt und ich frage ihn die Fragen, die ihr ihn fragt, sozusagen. Ne? Wir haben das auch nicht verstanden, also einfach getauscht. Und deswegen, Fragen beantworten ist wichtig, schieß mal los, Philipp. Was für Fragen haben meine Freunde, meine Fans da draußen? Okay, also Frage Nummer 1. Oh, jetzt kam schon wieder neue. Fitnessfrage. Wie lange kennst du Philipp schon? Ja, das Smiley war, und Hashtag Shepard. Die Frage hast du übrigens auch bekommen, ist, wir habt euch kennengelernt, nicht? Ist das hier der Name von dem Mini? Ja, Koli. Von Koli. Koli fragt das. Kolibri fragt das. Okay. Ja, Philipp, wir haben uns kennengelernt. Es war einfach mal, ich glaube, Philipp, du bist ja aus Tempelhof, nicht? Mhm. Und ich gehe mal Tempelhof McFit trainieren und eines Abends, ich glaube ganz zufällig, das war relativ spät, ne? Sehr spät. War mega lustig. Eigentlich gehe ich immer früh, muss man dazu sagen. Ich auch, immer um 7 Uhr morgens bin ich eigentlich schon am Trainieren, weil ich früh aufstehe. Nicht. Doch. Ja. Manchmal um 5:30, weißt du. Also wenn ich Görki um 10 anrufe, hat er sich gerade das erste Mal von links nach rechts im Bett gewendet. Pass auf, meistens gibt es ja schon Frühstück, aber richtig ordentlich. Mhm. Ja, wir haben uns kennengelernt. Wir waren beide zufällig zur selben Zeit im McFit trainiert. 11 Uhr war das so, 11:30. Das war schon spät, relativ spät, gegen Mitternacht. Ne? Da war der Philipp mal wieder so, er hatte keinen, der ihn gespottet hat. Und dann hat er einfach einen kräftig tollen Typen da gesehen. Das war zufällig ich dann auch noch. Und ja, dann haben wir einfach mal so ein bisschen gequatscht. Und haben festgestellt, es wäre mal ganz cool, wenn man sich vielleicht mal wieder ein bisschen pushen kann gegenseitig und auch mal ein bisschen mal die Gewichte erhöhen kann. Und das kann man ja gut, wenn man mit einem Trainingspartner reinhaut. Ne? Und dann haben wir uns halt ein paar Mal getroffen und dann haben wir gemerkt, komm, wir können ja auch mal ein bisschen was zusammen starten. Das ist mal ganz cool, wenn man sich da austauscht. Weil auch gerade als Fitnesstrainer, das haben wir ja schon öfters angesprochen, ist ganz gut, wenn man einfach mal seinen Horizont erweitert und andersrum. Ne? Jeder hat so seine Ansichten, seine Trainingsmethodik und wenn man das ergänzen kann, ist man zu zweit immer besser mal dabei, als wenn man sich alleine dahin stellt, denke ich, ne? Richtig. Ja, so, das war Frage 1. So haben wir uns kennengelernt beim Pumpen natürlich. Wo denn sonst? Was denkt ihr denn? Man muss ihr dazu sagen, dass... Nicht bei Polly Pocket spielen oder genau. so? Genau, also der Görki sah wirklich kräftig aus im Unterhemd und ich fand ihn auch ein bisschen erotisch. Die Unterhemd trage ich eigentlich gar nicht beim Pumpen. Nein, so ein Tank. Nee, hatte ich das an? Ja, du hast einen Tank an. Ja, aber das ziehe ich nur spät abends an. Ja, das zieht er nur abends an. Sonst macht er aber mit Jacke. Und mit erst Jacke. Wenn er geschwitzt hat und aufgepumpt ist, dann zieht er die Jacke aus, damit er seinen... Spotten, wie nennt man das? Nee, covern. Covern und entblößen. Ich cover mich und dann entblöße ich mich, wenn ich vollgepumpt bin. Wenn er Leg Day hat, dann hat er immer so diese Chippendales-Hose. Leg Day habe ich sehr, sehr oft. Die muss man so von vorne einfach so wegreißen. Ne? Und okay. Soll ich? Okay. Blödsinn beiseite. Soll ich jetzt? Warte, hast du gefragt? Ja, ne? Ich habe gefragt, wie lange kennst du schon Philipp von Koli? Jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Ne? Von meinem Instagram. Tolles Spiel, ne? Was wir uns da ausgedacht haben. Mhm. Krasse Typen. Wenn er mal nicht Mensch ärgere dich nicht hat, dann halt eben, lies mal eine Frage vor. Ah, die ist doch ganz gut. Die Sarah Schletterer fragt Sarah. Dich, findet ihr Muskeln bei Frauen schön? Muskeln bei Frauen? Sag mal, bist du eher so der Titten-Arsch-Typ, also schwabbelig oder, oh, da darf ich hier gar nicht so hart ins Gericht gehen. Brüste und Popo. Gluteus Maximus und... Ja, aber wenn wir jetzt von Muskeln sprechen, dann ist er eher so Sixpack bei Frauen. Ich denke auch gute harte Oberschenkel, ein bisschen Arme, so leicht die Konturen rauskommen. Das ist ja für mich muskulär. Also wir sprechen nicht von Bodybuilding, sondern gut trainiert. Findest du es geil bei Frauen? Finde ich gut. Also ich finde... Geil oder gut? Macht dich da doch an, so dass du denkst, boah, ist aber also, sauer, oder? Ich sag mal so, ich finde so ein übertriebenes hartes Sixpack... Bei Frauen grenzwertig, leichte Bauchmuskelansätze, ordentlich Po und Beine und so weiter finde ich auch in Ordnung, wenn man halt auf jeden Fall sieht, dass die Frau Sport macht, sportlich ist, gelenkig ist vor allem auch, finde ich auch sehr cool. Gelenkig, wofür das denn, Philipp? Ja, wenn jetzt zum Beispiel mal unterm Schrank eine Schraube locker ist. Fährst und die Silhouetten nachtun möchtest. Ah nee, so schlimm, es fängt bei kleinen Sachen an, wenn zum Beispiel mal ein Stück Brot runterfällt und ich bin ja ungelenkig, ich kann mich nicht bücken. Dass sie dein Brot aufheben kann. Dass sie das Brot mal aufheben kann. Das ist natürlich wichtig, wenn man das Freundin natürlich hat, dass wichtig. Die Sachen vom Boden aufheben kann. Das denke ich auch. Da hast du vollkommen recht. Ja, also Flexibilität, Sportlichkeit finde ich alles wunderschön und ich glaube, meine Freundin, die ich mal so hatte, waren wenn wir eine Sportart haben, welche Sportart sollte deine Freundin machen? So, wo würde die reinpassen? Diskuswerferin, Philipp? LKW ziehen? Vielleicht auch Speerwurf? Diskus werfen und Ring finde ich auch sehr erotisch. Dann können wir auch eine Stehen hat ein Kommando bei der Frau. Ja, wie geil, also ne? Ich habe auch mit meiner Freundin immer gerungen. Wir haben ja so eine Plastikmatten zu Hause. Jetzt ernsthaft?
Ich glaube, ich finde. Nee, komm, also ich finde so die Sprinter. Ballett finde ich großartig. Ja, aber die haben verkrüppelte Füße. Richtig verkrüppelt. Ja, die haben so richtige Hühnerfüße. Oftmals ist es so, aber ich finde Frauen, die Ballett können, finde ich sehr, sehr toll. Und Frauen auch, die Yoga machen, finde ich toll. Weil sie halt mega flexibel sind. Verbiegen können, nicht? Komm. Kannst du den Basketballkorb stecken, ne? Ja. Ja. Gut, wir wollen jetzt mal nicht zu sehr abschweifen. Vielleicht zum Glück hast du mich nicht gefragt, kannst was du ich gut finde. Pin noch? Ja, was findest du denn gut? Und was stehst du denn für bei Frauen? Ja, also ich finde auch also sportlich gut, aber ja. Ich finde vielleicht Sixpack schon fast wieder zu viel. Also ich mag das, einen harten Bauch so bei Frauen. Einen harten Bauch? Also wenn eine mehr Sixpack hat als ich, ey, finde ja, das ist bei so dir ist aber auch schon, also... Kann sie eh nicht schaffen, ne? Das geht gar nicht hier, was der dazu... Ja, ich finde so, wenn man, es gibt so, beim, wenn ich mal so Olympia oder so gucke, so Sprinterinnen sind manchmal so, sehen, also es gibt welche, die haben auch noch ein bisschen, ne? Dann ist es ganz gut, weil die sind gut trainiert, finde ich so. Sowas mag ich. Ja, ich habe zum Beispiel mal eine kennengelernt, die war Tänzerin und die hat halt auch so Pole Dance und so ein Zeug gemacht. Hat sie für dich getanzt mal? Das ist eine andere Sache. Aber die hatte so halt dann auch so Schwielen an den Händen und auch so ein bisschen maskuline Finger und so. Schwielen sind schon geil. Und die hat auch so Veins an den Unterarmen und so. Mhm. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber wenn sie Schwielen hat, da ist das nicht so gut manchmal, ne? Gerade beim Putzen. Und nicht nur beim Putzen, ja. So, da, nächste Frage, Philipp. Kann man auch jetzt wird es wahrscheinlich wieder ernst. Die Fliesen kaputt reiben. So, was haben wir? Ich bin dran. Von Daniel Trösch. Die Beine haben die größten Muskel. Ich lese nur vor, was da steht. Des Körpers. Muskel meint er. Folglich sollten die also am meisten Kalorien verbrennen. Ist es also sinnvoll, bevorzugt Beine zu trainieren, wenn man abnehmen will? Was sagst du dazu? Ja, grundlegend ist ja klar, die Beinmuskulatur ist die größte Muskelpartie des Körpers. Dementsprechend. Und der Gluteus Maximus. Gluteus Maximus. Deswegen arbeitet natürlich auch von der Gesamtmenge des Körpers am meisten Muskulatur. Wenn man jetzt aufs Krafttraining bezieht, das heißt Kniebeugen und so weiter, neben dem Kreuzheben aktiviert am meisten Muskulatur im Körper. Das heißt, wenn mehr Muskeln arbeiten müssen von dem gesamten Körper, verbrennst du sicherlich mit dem Beintraining mehr als mit dem Bizeps-Training zum Beispiel, ne? Das würde ich ganz klar sagen. Ganz klar. In der Hinsicht, ja. Ja. Ja, kann man auch sagen, die Mitochondrien zum Beispiel, das sind ja die Zellen. Zellorgane der Zelle, also wie zu sagen die Verbrennungsmotoren einer Zelle, die Mitochondrien, die es nur bei Eukaryoten gibt, natürlich. Ja, also nur bei Lebewesen, die halt eine Zelle oder Zellen haben. Mehrere Zellen haben. Es gibt ja auch. Man könnte eigentlich... Verbrennt man mehr, nicht? Man könnte eigentlich kurz gesagt sagen, um das Ganze mal so ein bisschen zu versinnbildlichen, die Mitochondrien sind quasi wie kleine Verbrennungsöfen, die sich in den Muskeln befinden. Und je mehr Muskelfasern in einem Training aktiviert werden, desto mehr Zellen werden aktiviert. Wird halt sozusagen auch verbrannt. Sprich, wenn ihr große Muskelgruppen trainiert oder beziehungsweise komplexe Muskelgruppen, wo mehrere Muskelketten beansprucht werden, verbrennt ihr mehr. Kurz gesagt, Kniebeugen immer mehr als ein Bizeps-Curl. Also, lieber, wie hieß er denn nun? Daniel Trösch. Ja. Hat er recht. Kurz gesagt, ja, sehe ich so. Gut, so, jetzt haben wir hier ein paar Fragen, Philipp. Ich schippe mal hier durch dein Instagram-Profil. Kann ich noch mal eine hinterherwerfen? Die sehe ich gerade, die ist ja der Hit. Ja, natürlich. Pass auf, die ist ja für uns gemacht. Ja. Mein Vater sagt, ich solle mir meinen Reis im Topf machen. Ich bin aber der Meinung, dass der Reiskocher besser ist. Was sagst du dazu, Görki? Sein Vater ist im Unrecht. Ganz klar, weil er hat recht, weil der Reiskocher, ganz ehrlich, wenn man essen will, ist es immer wichtig, dass man schnell an Essen kommt. Und wenn man erst Wasser aufwärmen muss und so weiter, Reiskocher geht einfach schneller. Und du nimmst doch immer diese Beutel für die Mikrowelle, weil Mikrowelle ja so schädlich ist. Nee, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, geht auch. Also ich finde aber klar, im Reiskocher schmeckt es eigentlich etwas besser. Ich finde, in der Mikrowelle wird es doch schon relativ trocken mit dem Reis. Also wenn ihr wirklich voll die Reis- und extra Reis-Fans seid, holt euch Reiskocher, 30 Euro dabei, macht das schön voll morgens und am Abend des Tages machst du ja auch so, soll leer sein, nicht? Genau, ich zum Beispiel nehme immer den Reiskocher, weil ich den gut finde. Ich habe auch jetzt mal Naturreis darin probiert. Ja. Weil der dauert ja länger, bis du ihn... Der dauert länger, ne? Aber es geht. Der braucht eigentlich genauso lange. Du musst nur ein ganz kleines bisschen mehr Wasser reinmachen als bei normalen Reis. Und er schmeckt hervorragend. Die mache ich mir am Morgen voll und am Abend sehr leer. Morgen voll. Kurz gesagt würde ich jetzt mal zu der Frage sagen, ob im Reis oder im Reiskocher, Hauptsache der extra Reis geht rein und es scheppert, meine Freunde. Rein. Es muss reingehen. So, hier eine lustige Frage, Philipp. Habt ihr beiden eine Beziehung miteinander? Ich würde sagen, eine ganz gute Beziehung eigentlich. Schon, ne? Ja. Ja.
Wurde die Frage jetzt wirklich gestellt? Ja. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas Lustiges finde. Eigentlich bin ich ja jetzt dran. Und zwar, müsst ihr wissen, wir machen das komplett planlos und spontan, weil wir denken mal, das ist mal, wir sind nicht so die Typen, die sich jetzt vor dem Video drei DIN A4 Seiten aufschreiben und euch dann irgendwas vorlesen. Ich finde das eigentlich immer lustiger, wenn auch mal eine Hose gehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie kann man als Schüler am besten den Eltern den Fitness-Lifestyle erklären? Also, da ist jetzt einer, der hat wahrscheinlich Probleme, er wird bestimmt von seinen Eltern jeden Tag angezogen, mit so einem Holzfällerhemd, so einer hässlichen Brille. Ja. Und jetzt hat er irgendwie ein paar Leute mit Stringern im Internet gesehen, die gesagt haben, ihr müsst unbedingt diesen Lifestyle leben. Ja. Und jetzt sieht er sich wahrscheinlich abends im Spiegel, guckt sich an und denkt sich, scheiße, ich brauche einen Stringer, ich brauche ein bisschen mehr Farbe und ein paar Muckis. Bizeps, genau. Bizeps. Und muss halt immer so rumlaufen. Richtig, immer schön Latt aufziehen muss er auf einmal und da reißen ihn dann irgendwann seine Holzfällerhemden, die Mutter ihm gekauft hat zum Geburtstag. Und höchstwahrscheinlich, das ist auch eine Sache bei solchen Jungs in dem Alter, wenn du dann so deine ersten Supplements bei deiner Mutti schön auf dem Schrank lagerst und Mutti findet die Proteine. Dann denkst du natürlich, diese Steroide müssen weg. Kennst auch Moritz, mein Atzen? Ja. Die Mutter hat bei ihm 5 Kilo Protein gefunden. Das war ja auch damals teuer noch, ne? Gefunden? Das ist, dass du Koks ist. Ja, muss ich tatsächlich sagen. Und dann kommt Moritz zu mir an, völlig aufgelöst. Die Mutter hat die 5 Kilo Proteine genommen. Ins Klo geschüttet. Weil sie gedacht hat, es sind Steroide. Dazu muss man sagen, dass seine Mutter hauptberuflich Weight Watcherin war. Ja, das ist, ja, und diese ganzen Weight Watcher Drinks sind ja eigentlich nichts anderes als ein bisschen, Also ich würde sagen, wenn du das deiner Mutter oder deinen Eltern erklären willst, bestell dir erstmal fette Dose Eiweißpulver, kauf dir einen schönen bunten, pinken Stringer, geh dreimal ins Solarium, bevor du ihn anziehst, kauf dir so ein paar Gummibänder fürs Handgelenk, das ist auch in. Und so diese Onkel Sam Hosen. Onkel Sam Hosen. So 90er Style. Und und dann steh einfach zum Mittagessen vor deinen Eltern dort so am Tisch und sag, Leute, ich lebe den Lifestyle. Du bist im Fitness-Lifestyle angekommen. Ja, wollen wir es mal ganz ernst sagen? Nein, kann man das, wenn jemand 15, 16 ist so und tatsächlich so ein bisschen klein... Wie alt ist er denn? Das stand da, glaube ich, nicht. Nee, das steht da nicht. Er heißt Kanaksbruder. Kanaksbruder? Kanaksbruder. Zeig doch mal, wie Kanaksbruder aussieht. Das ist ein Bild von Farid Bang. Oh. Also, wenn du jetzt tatsächlich Farid Bang bist, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal deine Beine zu trainieren, weil die sehen nicht so pralle aus, wie ich weiß. Ja, aber ganz ehrlich, wie kann man das erklären? Also ich würde halt einfach nicht gleich übertreiben, indem ich mir 1000 Supplements da in die Bude stelle und die Eltern schockiere, weil die meisten Eltern sind da wahrscheinlich gar nicht aufgeklärt und denken tatsächlich, da wäre was Schlimmes. Mhm. Dann würde ich vielleicht auch nicht gleich mit dem Stringer ankommen und sonst was. Ich würde da eben ein bisschen auf die Gesundheitsschiene kommen. Das sieht bei den Eltern mal gut. So, ich will jetzt Sport machen, ich möchte Krafttraining machen, ich kann damit meine Wirbelsäule stabilisieren und kann damit präventiv Verletzungen vorbeugen, die im Alter eventuell erscheinen. Dann machst du so einen auf, ne, klugscheißer ein bisschen. Und dann ziehst du aber doch den bunten Stringer an, knallst dir jeden Tag Booster rein und dann... Nein, das würde ich nicht machen. Ja, das wäre Ironie. So ein eigenständiges Video. Das war Ironie, Philipp. Könnt ihr mal unten reinschreiben, das ist mir ganz, ganz oft aufgefallen. Ich krieg so viele Mails, wo drin steht, ey Philipp, ich habe jetzt hier den und den Booster, kannst du noch einen Booster empfehlen? Ich habe jetzt das und das Protein, die und die Testo-Booster und bla, ist das toll und so weiter. Leute, alles schön und gut, aber ihr braucht keine Wandfarbe, sobald ihr oder solange ihr noch nicht Stein für Stein ein Haus gebaut habt. Hab ich schon mal gesagt, nicht? Ja. Hast du noch eine Frage, Philipp? Oder soll ich nochmal reinscheppern? Sonst machen wir gleich mal Schluss, wir sind ja schon ewig dabei. Einer fragt Thomas Lee, wo kann ich mich für das Sheppermations-Team anmelden? Thomas Lee hat auch gestern schon die Frage. Sheppermations-Team, wir haben ja überlegt, wenn das mit dem Shepper ein bisschen abgeht, gehen wir mal nach Sheppern und machen Fett Barbecue, oder? Da gibt es ja den Ort in der Nähe von Flensburg. So was wäre doch mal. Guck mal, hier ist doch nochmal eine ganz sinnvolle Frage. Die Frage kommt von Fitnessfragen, heißt ja so, ja? Ja. Wie hilfreich findest du die Blackroll? Sag mal deine Meinung dazu. Ich finde sie relativ gut. Also ich finde die Blackroll einerseits gut, so ein bisschen um die Muskulatur zu aktivieren, vor allem vor Grundübungen, einfach, dass die Durchblutung ein bisschen reinkommt, ja. Dass wie sozusagen die Aktivierung der Muskulatur stattfindet vor dem Training. Also man hat ein besseres Gefühl, ja. Man merkt einfach, dass man beweglicher wird einfach, weil das Muskelzusammenspiel besser funktioniert. Und optimal ist eine Black Roll natürlich auch mal nach dem Training, um sozusagen diesen Muskeltonus wieder rauszukriegen, diese Muskelspannung, also sprich ein bisschen die Trigger Points zu treffen und die Muskulatur wieder ein bisschen aufzulockern. Ne? Also die Regeneration kann man natürlich damit auch gut einleiten.
Oder? Das denkt man, das siehst du auch so, nicht? Ja, gerade die Faszien werden ja ganz gut, ich sag jetzt mal, stimuliert mit der Black Roll. Ich finde sie sehr gut. Die Ebro Kale schreibt, Görki wollen heiraten wir. Wir sind doch schon mit dem Philipp zusammen. Das funktioniert das geht nicht. Ich, da werde ich eifersüchtig. Ja, ich merke schon, wir machen uns gerne mal ein bisschen Spaß daraus. Da Spaß in den Backen. Spaß in den Backen ist mal wichtig. Ich glaube auch, wir finden halt tatsächlich nicht mal irgendwie eine Frage, die euch jetzt... ist das jetzt Bushido gut oder K1, Philipp? Wir haben gerade noch das Bushido oder K1? Wir haben gerade noch das K1-Video gesehen. Was sagst du? Willst du dir Stellung beziehen oder kriegst du dann irgendwie einen Diss aus Südberlin maskulin? Hä? Na, ich heiße ja Südberliner, da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ne? Da hast du schnell mal ein Messer an der Fresse irgendwo. Und dann ist nicht mehr Spaß in der Backen, ne? Ja. K1 oder Bushido? Ich würde aufpassen, du wohnst in Berlin, wer weiß, was für eine Familie du am Arsch hast. Ach, das ist mir nicht so wichtig, ehrlich gesagt. So genau recht, ne? Aber ich finde, nee, ich bin Pazifist, also wenn ich mich prügel, dann auf sportlicher Basis. Ja, was würdest du jetzt sagen, Bushido oder K1? Hast du da... Man muss natürlich mal bei solchen Themen aufpassen. Ich finde ehrlich gesagt, ein Diss-Track, der 25 Minuten dauert, das ist mir einfach zu viel. Früher, wo ich mich noch so ein bisschen so für so eine Musik interessiert habe und dem auch folgen konnte, da war bei uns gerade irgendwie so hier Savage und hier Tag der Abrechnung. Echo Fresh. Das war noch cool. Da hat man, ich weiß nicht, da habe ich wirklich so vom Röhrenfernseher gestanden und hatte Gänsehaut, ne, wo der Savage sein Ding vorgetragen hat. Das habe ich halt voll gefeiert, fand es richtig cool. Aber heute ist es halt wirklich nur noch so, wer hat den längsten, wer ist der krasseste. Im Endeffekt ist es ja auch wieder, um wieder Asche zu machen. Ne? Die Leute suchen ja den Streit sozusagen. Wir sehen es ja bei Flair, Farid Bang und so weiter. Das geht ja immer, um auch mal wieder Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn man so ein bisschen in eine Versenkung gelandet ist. Ja, ich grundlegend muss einfach, da also kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe früher, weil ich bin halt auch, wir sind 27, wir sind auch nicht mal die allerjüngste Fitness-Generation hier auf YouTube, würde ich mal behaupten. Ja. Und deswegen, damals war bei mir ein bisschen aktueller immer so Bushido. Sind die sogar vielleicht die Ältesten? Weiß ich nicht, kann sein. Mhm. Aber damals war halt Bushido so in meinem Alter mehr so und deswegen hatte ich zu K1 nie den Bezug. Und ich, wie gesagt, ich höre das alles gar nicht mehr, so muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich Rap höre, dann ist das eher ein bisschen Ami-Rap, aber auch nicht mehr das Aktuellste. Ich bin halt immer noch so ein bisschen Oldschool-Fan der frühen und späten 90er. So Ice Cube und so. Ice Cube, Notorious B.I.G., Nas und sowas. Sowas kann ich mir halt auch... Warst du eher so Biggie oder eher... Ich muss sagen, beide sagen. So, auch wenn mich hat, ein bisschen mehr. Also ich glaube, es war immer Tupac, war so ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, der Flow war bei Biggie halt geiler. So, der konnte halt. Aber kann man jetzt auch gar nicht mehr so. Ne, das sind alles alte Kamellen. Ne? Heutzutage werden die Leute sagen: Was ist das denn? Ich höre mir nur Farid Bang an oder so. Ne? Ja. So, von daher kann man da jetzt auch gar nicht mehr groß zu sagen. Aber wie gesagt, Bushido, K1, ich würde da eher zu Bushido tendieren, auch wenn das inzwischen nur noch albern ist, ne? So, inzwischen habe ich das auch nicht mehr. So, ja, Philipp, da haben wir das auch mal geklärt, ne? Haben wir geklärt. Sollen wir auch noch Barbie oder Polly Pocket? Was stehst du drauf? Was ist ein Polly Pocket, diesen kleinen Kennst du diese kleinen Figuren? Voll geil. Ich habe früher Meine Schwester hat das gehabt. Ich habe das mit Dracula, gab es auch so Horror-Puppen und so. Hab ich mal so kaputt gemacht. So. Jetzt wisst ihr, warum der so ist, wie er ist, ne? Naja, Polly Pocket mit Hast du auch früher so Wrestler gehabt und Turtles? Turtles. Ich war der übelste Fan von Turtles. Ich hatte alle, die heute noch. Konntest du so aufziehen und dann hat so Raffaello so, oder ich weiß nicht, Raffaello, was hatte der? Weißt du, welchen ich hatte? Ich hatte den, der hatte Pizzas auf dem Rücken und dann konnte der die Pizzas so werfen. Ach geil. Und Shredder hatte ich auch. Ey. Shredder? Ja, die mussten ja, den Turtles zerstören. Der hat immer hart geschreddert, ey. Ja, dann haben wir das auch geklärt, in dem Sinne, würde ich sagen. Wir machen das Ganze auch mal auf Philips. Haben wir jetzt noch Fragen? Ja, reicht, guck mal, wir sind aber schon eine halbe Ewigkeit. Ne? Ja. Wir gucken einmal, wenn wir noch was haben, machen wir das mal auf Philips Kanal, vielleicht morgen oder übermorgen, schauen wir mal. Ne? Ja. Ich verlinke ihn ja auch nochmal hier, dann könnt ihr mal schauen. Und in dem Sinne, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr seht, wir sind offen, wir gehen ganz gerne mal drauf ein. Mhm. Ist ja auch für unser Videomaterial, was wir gerne dann raushauen. Immer so ein bisschen funny, ein bisschen Quatsch, nie so ernsthaft. Vielleicht darf man nochmal abschließend was sagen, das würde ich gerne loswerden. Ja, bitteschön. Meine lieben Freunde, ich weiß, ihr schreibt uns beiden extrem viele Mails und ich weiß auch, dass da viele berechtigte Fragen dabei sind und auch viele lange Texte, wo ihr euch Mühe gegeben habt. Meinst du bei Facebook oder so? Zum Beispiel bei Facebook oder auch bei Instagram und so weiter. Aber wenn wir wirklich immer all diese Fragen komplett beantworten würden, dann würde das unseren kompletten Tag ausfüllen. Mir tut's, ich glaube, die meisten wissen das auch. Hoffe ich. Ich möchte es nochmal sagen für die Leute, dass ich gerne darauf antworten würde, das kann ich aber zeitlich nicht machen, weil ich habe auch Kunden tagsüber und so weiter. Philipp, verzichte auf das Geld, beantworte einfach Fragen. Du kannst Callcenter arbeiten für YouTube, kannst du einfach raus. Das wäre doch mal geil, so eine 990-Nummer, können wir uns anrufen und Fitnessfragen stellen. Wir stören dann für euch rein. Nee, das machen wir nicht. Also.
Ja gut, in dem Sinne, auf Wiederschauen und Zensurbalken. Ja, bis dann würde ich sagen, wir reden lang genug. Zeig doch nochmal dein Bizeps. Neue Fragen. Oder so. Oder Sidechest mal. Sidechest mach ich halt nur. Okay. Okay. Ich mach nochmal Brust. Mach aber nackig, Alter. Ach, komm, hör auf jetzt. So, jetzt sind wir krass. Wieso hab ich eine Jogginghose an, du nicht? Willst du einen auf normaler Mensch machen und gesellschaftsfähig oder was? Ja. Na, wir sind in Berlin, da ist auch die Jogginghose. They say love goes through the stomach, so I wanna give a shout out to my girl Chicken Dish. I'm a monster with the beats, ask them youngins in the streets, 50 bucks, I've been all